Freunde, seid gegrüßt! Hey ho, hier sind sie, die Zockerdudes! Genau, ich bin der Dambo. Und ich bin der Otaldo. Ja, und ein neues Projekt hat begonnen. Für alle neuen Fans von uns, für alle alten Fans von uns. Die neuen, die reinschauen, sind natürlich auch automatisch Fans von uns. Ja, natürlich, hallo. Also, wer uns cool ist, Fan. Ja, normal. Und hier steht es ja auch, Werder Bremen hat bestätigt... Zockerdudes wurden verpflichtet. Wunderbar. Genau. Und wir sehen es unten links. EA Sports. Das kann nur bedeuten, wir befinden uns auf der Seite von FIFA 2012. Das heißt FIFA 12. FIFA 12. Okay. Ja, ich glaube, es geht ja erstmal los mit hier simulieren. Wunderbar. Aha, nationales Pokalziel. Ja, während du da dich rumklickst und die Leute ja ein bisschen was sehen können. Während du die Leute langweilst. Haben wir einen Brief bekommen. Herr Dudes, wir haben uns Gedanken über unsere Chancen im nationalen Pokal gemacht. Uns wäre ein richtiger Pokallauf recht. Und wir würden es begrüßen, wenn sie Folgendes erreichten. Halbfinale erreichen. Mit freundlichen Grüßen, SV Werder Vorstand. Ja, das ist ja ein gutes Ziel, ne? Aber was ist das denn für ein Ziel? Nationaler Pokalziel. Naja. Also, naja. Liga-Ziel, die rechnen doch jetzt nicht mit der Meisterschaft, oder? Nee, Champions-Qualifikation. Okay, ja, das ist ja schon mal. Was ist das in diesem Spiel? Der dritte? Oder gibt es vierte Relegation? Wir wissen es nicht. Wir haben ja keine Ahnung von Fußball. Für alle neun unter euch? Doch, ich weiß es. Aber also normalerweise dritter und vierte spielt Relegation. Aber er lügt. Ja. Er hat keine Ahnung von Fußball. Okay, und der Geschäftsführer sagt, der Transfermarkt ist offen, da müssen wir sofort ganzes Geld auf den Kopf hauen. Aber wir haben gar keine Ahnung, wen wir hier kaufen sollen. Wen kaufen wir denn jetzt hier? Weiß ich auch nicht. Können wir kurz mal unsere Mannschaft eigentlich angucken? Da haben wir ein bisschen was rumgemodelt, könnte man sagen. Rumgemogelt. Die Bremer haben noch mal kurz eingekauft, ein paar Jugendtalente, sagen wir mal. Hier die 90-jährigen... Wir haben so ein bisschen unser offensives Mittelfeld, könnte man behaupten, ein wenig aufgemotzt. Und ja, da haben wir den Norg, den Dambo und den Otaldo. Ja, vielleicht das eine oder andere zu dem Norg. Ja, ne, das ist ein netter Typ, mit dem ich mir den Minecraft-Account, ich zeige gerade Anführungsstriche, geteilt habe. Und an dieser Stelle einen schönen Gruß an dich, Norg. Ja. Ja, und ihr habt lange darauf gewartet, genauso wie wir. Dass neue Projekte gestartet werden. Und deshalb freut es uns sehr, dass wir jetzt anfangen können. Zumindest schon mal mit einem Projekt. Richtig. Oh, wir kriegen Transferangebot. Was ist denn hier los? Möchte Fritz kaufen. Was? Angebot 4,6 Millionen. Moment, da muss ich noch mal gucken. Fritz 4,6 Millionen, alter Schwede. Topspieler im Team. Fritz ist nicht so top. Was? Norg, oder? 40 Millionen Ablöse. Was geht mit ihm? Das ist natürlich gerechtfertigt, natürlich. Ich zögere noch mal ein wenig. Ja, oh, guck mal, Transferbudget. Ach so, das. Ach ja, wir haben auch ein Budget, ne? Und so. Budget, wir haben Budget, Alter. Das ist Prestige, Mann. Ich zögere erst mal. Wir haben Budget. Ich muss kurz gucken. Wo, ach so, guck mal, Mannschaft. Wen wollen Sie jetzt haben? Fritz. Fritz. Okay. Fritz ist, das ist natürlich... Nein, Mann, rechts außen haben wir keinen. Du kennst dich ja auch ein bisschen so im Kader aus, da haben wir nichts, ne? Nee, für rechts außen ist kein anderer, der in Frage kommt. Ja, dann müssen wir das ja auch tatsächlich sogar ablehnen. Also, Mannschaftsrang? Nee. Ich kenne mich hier da nicht aus, verdammt. Teammanagement, yeah! Ah, nee. Hilfe! Verträge, da unten steht doch Verträge. Transfer! Oder? Verhandlungsverlauf! Genau, und dann wollen wir dir natürlich auch mal Nein sagen, damit die, dass sie auch klar wissen, die Jungs, woran sie sind. Die Nein. Wissen, wo es lang geht. Ach du meine Güte, die wollen jetzt alles haben. Saragossa möchte Arnautovic kaufen. Und hier soll Bargfrede für 3,3 Millionen. Ey, die wollen ja alle was von uns haben. Was wollen die denn? Bargfrede? Und Silvestre für 725.000. Also Silvestre, den könnte man tatsächlich abgeben. Silvestre hat ja auch in der realen Liga nicht wirklich was geknipst. Und da hat man eigentlich schon Ersatz. Also wir hätten Schmitz. Aha. Schmitz hätte man. Ja, steht auch da rechts. An der Seite sehe ich gerade. Schmitz, Silvestre, Bönisch und Hartherz. Was ist mit Papastathopoulos? Der ist gar nicht da drauf, ne? Ja, wissen wir nicht. Das sind ja die Top 5 sozusagen. Ja. Wollen wir da ein bisschen vielleicht handeln noch? Oder wollen wir ihn tatsächlich für dieses...
Also es ist ein Hungerlohn eigentlich, ne? Ablöse 625.000. Ja, der hat aber auch wirklich nichts drauf eigentlich. Entschuldigung, Silvester, falls du uns gerade zuguckst. Du hast nichts drauf. Ja, das ist natürlich... Ach komm, was weiß ich, wir sagen einfach mal, warum nicht? Was soll der Geiz, ne? Bei den anderen, da würde ich eher sagen, Arnautovic, den behalten. Nee, den müssen wir behalten, ja. Obwohl wir natürlich... Ja, wir haben natürlich jetzt uns ja drin, ne? Das ist natürlich auch... Wollen wir natürlich das überlegen und verkaufen? Na, das ist die erste Saison, lass uns doch jetzt mal hier ein bisschen... Ich will spielen, Mann, meine Finger, Junge. Achso, okay. Ungelesen... Nein. Achso, Transferangebot. Aufmerksam. Ihre Entscheidung über Fritz auszuschlagen, haben wir beschlossen, den Spieler bei unserer Suche nicht weiter in Betracht zu ziehen. Sie können die Verhandlung also als beendet betrachten. Ja, ihr Geldgeier, Hoffenheim. Ist auch gut so. Echt nur, Gammelt nicht in unserem Team rum. Info, Spieler verkauft. Yeah! Transferangebot. Marin. Ja, Marin ist eigentlich auch ganz gut. Achso, Bargfrede, ah ja. Arnautovic, Marin, aber ja, der ist sozusagen für mich drin, ne? Also ich, oder ich, du bist für ihn drin. Ja, genau. Wieso bin ich eigentlich nur 41 Millionen wert? Warum ist Nork 143 Millionen wert? Warum ist er so teuer? Was hat er, was ich nicht hab? Der ist richtig teuer, ey. Was ist da los? Ja, ich weiß es nicht. 143 Millionen, Alter. Schön. Das muss ein Bug sein, keine Ahnung. Vielleicht ist er ein Ausnahmetalent. Verdammt, warum bin ich es nicht? Warum bin ich? So, wir sehen Werder Bremen an letzter Stelle. Oh, Manchester City. Nächste Partie. Ich glaube, es geht los. Was, Manchester City? Ja. Schweinsteiger, 32 Millionen von zu Real Madrid gewechselt. Was ist das denn? Ja, so ist das manchmal, ne? Ja. Werder Bremen beginnt die neue Saison. Werder Bremen gegen 1. FC Kaiserslautern. Das kommt aber noch. Ich glaube, erstmal ist es hier ein Freundschaftsspiel. Schieb dich mal rüber, nach links und so. So, und die Steuerung, da hatte ja jemand noch einen Tipp gegeben. Keine Ahnung. Dass ich auf Steuerkreuz um... wechseln kann, ne? Da musst du auf Alternativ... Genau, Alternativ war da irgendwas. L-Tab, also L... Aber da weiß ich nicht, ob das, wie das jetzt eingestellt ist. Warte. Ich glaube, das können wir jetzt hier nicht direkt... Steuerung anpassen. Y, also hier Dreieck. Da werde ich auch nicht mit klarkommen. Irgendwie. So, Bell in der Luft. Was? Controller 2. Du hast... muss mal weiter hier. Tactical Defending, Mann. Ja, klar. Geh mal hoch wieder. Geh mal hier mit... den R2 sozusagen. Ach, okay, ja. Alternativ. Steilpass, richtig, Schuss, ja. Okay, da siehst du hier unten, Taktik und Mentalität ist auf dem Steuerkreuz. Probier es einfach sonst weiter damit ein. Also ich glaube, da musst du... Nein, ich will nicht Taktik und... Spieler bewegen L2? Nee, so, linker Stick. Kann ich das jetzt hier... Zwei Tasten individuell? Ja, zwei Tasten, wir brauchen ja nicht. Nee, pass auf, so. Zack, zack, so. So, angeschnittener Schuss. Was ist RT? Ja, ich würde das nicht so stark... Ich muss auf PRS, sonst... Nee, das ist gar nicht gut. Ich will auf PRS, Mann. Das wird gar nichts. Ey, mein Kopf ist leer dann. Ich sag's dir. Nein, probier's Mann. Einfach. So, Steilpass ist Dreieck, das ist richtig, ne? Schuss, ja. Heber, Flanke, das ist ja. Gerade... Achso, ja. Was, kurzer Pass, was ist da denn? Ah, also ist X. X, und was ist das? Schuss, achso, und was ist das? X? Viereck. X ist Viereck. Ja. Ey, das ist Blödsinn, Mann. Laufen will ich R1 haben. Was ist das? Sprint, das. Was ist das? R1. Das ist R1? Ja. Wieso sieht der denn so komisch aus? Weil das RB ist, Mann. Das ist. Das ist schon R1, okay. Und ja. Was ist das? L1. Ja, lauf in die Spitze. Ja, das ist L1, ja. Weiß nicht, was das ist. Lauf in die Spitze, Modifikator. Kannst du jemanden schicken, glaube ich. L1. Mhm. Okay. Und das sind die Zweier. Links, ja. Mhm. Zwei, Temposteuerung. Ja, das ist so, darunter angeschnittener Schuss ist mit R2. Okay, das kann ich mir merken. Okay, okay. Das reicht auch, ne? Ja. Das speicherst du dann. Ja, auf Lea, was weiß ich. So, individuell D für Dambo. Ja, Mann. Nichts eingespeichert, der Controller weiß, wer ich bin. Mensch, wer ist denn das? Der sieht fast aus wie Kedira. So, wir legen los. Das ist Sokratisch. 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 Ist Grieche, okay. Mann. Sokratisch. Okay, das ist die erste Folge, die hier durch komplett... Ja, die wird auch länger als 15 Minuten gehen. Ja, die wird länger als 15 Minuten gehen, Digga. Ja, pass. Spiel auf, Digga. Boah, da hat die ausgehört. Trottel. Digga, das Gleiche mache ich auch immer mit dem Torwart in dem Übungsmenü. Gib ihm Pass und dann schieße ich das Tor. Dann richtig verarschen. So. Ey, also man muss ja sagen, Anstoß, erstes Spiel, FIFA 12. Wir haben keine Ahnung. Ja, man muss ja sagen...
dass wir keine Ahnung von dem Spiel haben. Deswegen hoffentlich werden wir besser. Aber die Pässe kommen so langsam immer, ne? Ja, das ist auch ein anderes Spiel. Ah, da haben sie es abgefangen. Alter! Und jetzt ist es natürlich verwirrend für uns. Ich bin rot. Man muss ja sagen, das sage ich jetzt schon zum 10. Mal. Man muss ja was sagen. Man muss ja sagen, das hat natürlich ganz anderen Schwierigkeitscharakter. Ein neues Spiel alleine zu spielen ist schon schwierig, aber das zu zweit zu spielen als Let's Play ist schon... Shaggy! Die kommen halt nicht so schnell an, die Person. Wegen der Anzeige immer, ne? Die Anzeige... Nein! Ist schon nicht so einfach. Was ist hier, Grete? Ja, kann ich dir nicht sagen. Du hast eine andere Einstellung als ich. Warum grätschen die nicht? Das ist das, wo du Flanke hast. Ja, dann ist er richtig. Außer du hast das nicht geändert. Ich weiß es nicht. Ja, komm, hin da. Hey! Oh, da geht's los. Mit den Dudes. Wie kann ich den da nehmen? Company! So, immer weg. Ich sagte doch mal weg. Er hat mich flachgelegt. Ich wusste das nicht. Ich hab schon mal gesagt. Ich sag euch doch, bevor du. Aber da habe ich schon gesehen, dass du es gemacht hast. Kann das lauter. Nee. Ja. Kompanie ist so ein typischer Lauderer. Ja, und auch Aguero. Aguero ist so behindert. Auch so ein Betzenberg-Spieler. Du kannst nicht bei FIFA kurz einen Pass machen. Da Torwart, hat der Gegner sofort den Ball. Also, vielleicht ist es bei uns nur so. Aber wie gesagt, das ist das, wo man als erstes den Arsch versucht bekommt. Ah, zu hart angenimmt. Torschuss. Irgendwie laufen die nicht schnell, finde ich. Ja, das ist halt alle bei allen so, ne? Obwohl hier, der Blaue ist gerade richtig abgegeht. Okay. Oh, da kommt so ein Luschenpass. Jo, jetzt. Hahaha. Schade. Aber für uns immer noch. Da muss ich mich mehr tierisch konzentrieren. Warum sind die Zahlen jetzt eigentlich gelb da oben? Was für Zahlen? Achso, das ist Einstellungssache. Ich war immer gewohnt, dass Aufnahme rot ist. Ja, jetzt ist Aufnahme gelb. Habe ich nicht anders gemacht. Okay, und. Arg. In den Mann reingeschossen. Vorm Tor kann ich gar nichts. Da bin ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ah. Jum! Ach. Ja! Das erste Tor mit Bockflügel! Ja, also ich kann die keine Tore schießen. Bei FIFA kriege ich kein einziges Tor. Ja, das ist natürlich Stürmerinstinkt, ne? Da muss man ja so sagen, wie sie ist. Da brauche ich, egal ob ein Controller oder ein richtiger Ball, das ist Stürmerinstinkt. Ah. Okay, also da haben wir es schon mal ausgeglichen gegen Manchester City. Gegen Manchester City, also das ist ja schon kein Packenstil. Flachsgegner hier, ne? Ah. Damit muss ich mich auch erstmal anfreunden, dass man den Knopf immer drücken muss. Wie welchen drücken? Statt gedrückt halten. Was für einen Knopf drücken? Ja, Tackling. Ach so. Oh! Ah, schade. Der war da doch nicht präzise genug. Hast du deine Grätsche gerade gefunden, ne? Prestige, Mann. Oh! Dann ist der Vorteil. Hast du es gesehen, weil ich so viel gerüttelt habe? Oh, steht er frei! Oh. Das gibt's nicht. Ich hatte den Punkt gesehen, konnte ihn aber nicht abwehren. Ey, so ein... Das sind solche fiesen, gemeinen... Was, unsere Fans jubeln mit da? Was ist da los? Yeah! 2-1! Ah. Ja, boah, ich wollte den Volley nehmen, ey. Prestige. Ja, pass mal auf hier, ich zeig dir mal, wie das geht. Schön, gib Gummi! Ah. Ah, der sieht verletzt oder was? Nee, schon. Sehr gut. Ich komm da nicht raus. Ja! 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 Und wer war's? Dembo!
Und vielleicht könnt ihr sehen, Dumbo hat an seiner linken Hand ein Gips. Ein Verband, ein Gips, da sehen wir es. Das ist Tribute to 3 Years, die letzten 3 Jahre, ey. Hand gebrochen und 3 Jahre gut gehabt, ey. Aber was will man auch mit einer Hand beim Fußball, ne? Aber es geht auch hier, das, was wir bei PS ja auch machen können, ne? Diese. Ei, schade, ich hätte mich sonst gerade da freigedrückt, aber. Schön. Ah. Welchen machst du da zum Tackeln? Ich habe jetzt mal 4 ausprobiert und das geht auch ganz gut. Aber ja, also mit X war das bei mir immer, dass du da an den Gegner dran bleibst und mit dem anderen da tackelst, also haust du ihn richtig einen rein. Es gibt ja da mehrere Knöppel. Immer was an den Luschenpass ankommt. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Boah, Sahne! Oh. Hau ihn! Oh! Mensch, du! Gibt's ja nicht! Da drehst du durch! Wahnsinn! Komm, jetzt gib den Ball her, Mann! Zeitspiel! Ganz schön lange Halbzeit, ey. Warum können wir denn. Oh, ja, der war zu optimistisch. Ja. Ah! Der war auch optimistisch. Okay, okay. Ganz ruhig bleiben, Jungs. Ganz ruhig! Schön, den haben wir. Okay, Sokrates. Auf Pizarro. Ah, da hätte er Doppelpass. Nein! Ach komm, Schiri. Lüg doch nicht. Warum wartet er denn so lange? Gleiche Höhe, was ist das denn? Ah, ein halber C war da, ne? Und? Oh, hat er gerochen, du. Da hat er den Fuß nochmal kurz vorgenommen. Und das war die erste Halbzeit. Wieso können wir denn nur treffen, wenn die schon einen führen? Ja, ist schwierig. Aber Bargfrede in der 22. Minute und Dame in der 34. Also gar nicht verkehrt, ne? Ja, 31, 34. Also es ging. Guck mal hier. Zack, ja, gelupft. Dann das. Ich glaube, das war das erste Tor, ne? Wo sie den Ball abgefangen haben. Dann kommen wir hier, zack. Boing. Boing. Schönes Ding, du. Schönes Ding. Steht Wiese da, Flanke rein. Ungedeckt, absolut ungedeckt. Ganz schwerer Verteidigerfehler. Aber das war noch besser. Ja. Ich hab die PS-Tore. Da habe ich echt gezittert. Ich dachte schon, ne? Haust du den daneben? Oder was machst du da? Ist das dir eigentlich zu weit, diese Koop-Kamera? Geht alle. Weil die Spieler halt jetzt ziemlich klein sind. Vielleicht können die Zuschauer das ja uns auch mal stecken, sozusagen. Da läuft Otaldo, der alte Flitzer, der hat richtig viel Pace. Geh, mach Platz, bis er kommt. Oh, ah, wollte ich gerade passen, aber es dauert ja hier einen Tick länger immer. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Das fällt aber ganz schön weit weg, ne? Oh! Wo ist er denn gejumpt? Okay, hier, zack. Aber die merken, wir kommen. Das geht richtig rund. Ach, verdammt, das war falsch. Du wärst eh wahrscheinlich aber auch abseits gewesen mit Pizarro. Kann man von ausgehen, ja. Sah sehr verdächtig nach Abseits aus. Ja, schön. Also das, hier kann man sich gut dazwischen schmeißen auch. Wenn man ein bisschen den Riecher hat. Den Riecher, den man hier so bei uns ja auch. Oh, da haben sie den Riecher. Schön abgefangen. Da kommen so eine Gammelpässe, ey. Da müssen wir rein. Ah, Wiese, klasse. Oh nein. Oh, den habe ich gar nicht richtig gesehen. Ja, der müsste für uns noch gehen. Ah,
Was ist denn da los? Nork, was machst du denn da? Abseits oder? Foul? Ach, abseits, okay. Für uns. Schön, wir jetzt über außen. Schmitz schickt Otaldo in der Mitte. Da wäre Pizarro noch gekommen, aber leider kam der Pass nicht an. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen konzentrieren. Das ist zwar nur ein Übungsspiel, aber da wollen wir natürlich auch schon mal unsere beste Seite zeigen. Besonders so ein internationales Spiel, das ist ja mal ein bisschen Prestige, Digga. Ja, Trademark ist das ja eigentlich, ne? Oh, Alter, das sind Pässe. Mhm. Wo kann ich hingeben? Hier unten. Ah. Dumbo, der setzt seinen Fuß davor. Genau das wollen wir. Schön, aber man kriegt den Baldi nicht, ne? Ja, es kommt immer drauf an. Ich habe ein bisschen unglücklich gegrätscht. Jetzt! Schön! Und da hat Damo Platz! Ja! Ich wollte erst abziehen, aber dann habe ich gedacht, ja komm, mach nochmal Schlenke. Und dann war er drin und dann. Und dann, hat er geschrien. Ja! Das zweite Tor für Dambo! 76. Minute. Guter Zeitpunkt eigentlich. Da kommt er, zack! Der Abwehrspiel hat gar nichts gemacht, irgendwie, ne? Ja, sehr gut, sehr gut! Jo. Ja! Oh. Ist noch nicht ganz so einfach hier. Oh, da war das nicht rein, ne? Ja, ich habe auch Splinten gedrückt. Splinten? Hey, Splinter! Okay. Passen wir mal nach unten. War ich das irgendwie verkehrt? Ah. Nee, weiß ich nicht. Was meintest du denn, der Pass? Oder was? Okay. Jo! Ja! Pizza! Yes, baby! Woo! 4-2! Ja, ist doch Standard, oder? Zweimal das Spiel gedreht und dann in Führung hier. So wollen wir die Dudes sehen. Pow! Schön! 4-2 unter heimischer Kulisse, das bringt natürlich richtig Spaß hier. Ach, Mist, ich habe nicht immer gerechnet, dass der Ball dann doch da hängen bleibt. Yo, Bro! Abseits leider. Aber ich glaube, das Ding haben wir im Sack, ne? Wenn wir hier nicht in den letzten Minuten... Wie viele Minute ist denn? Ja, yes. Oh, wir hätten noch mal weg... Das vergesse ich auch immer. TS für Nasri. 88. Minute. Ja, kann noch einiges passieren, aber selbst mit einem Tor wären wir ja quasi noch in Führung. Aufgestellt, Schiri! Na los, der Spieler konnte ja irgendwo hin, da. Aguero. Ach, kein Problem für Wiese. So, hier, pass mal auf. Ja, da ist er, der erste Sieg, der Heimsieg sogar. Da ist er, Dabo. Alles gebrochen. Ja, man sieht, ich habe eine neue Frisur. Wer mein Schlagzeugvideo gesehen hat, der weiß warum. Weil es einfach länger wird immer, ne? Ja, es wird immer länger. Ne? Und wenn man nicht schneidet, dann wird es immer noch länger. Ja. Da ist Otaldo, da seht ihr mich. Ich bin ein bisschen dunkel geraten, fällt mir gerade auf. Ich bin eher so ein Südländer geworden. Ja, da guckst du. Idiot.
Ja, okay, die Tore haben wir ja im Prinzip auch schon 18 Mal gesehen. Dortmund gewinnt 5-0. Aber hatte ja auch einen unbekannten Gegner. Oder? Ja. Und Dabo ist hier der Spieler des Tages. Man of the Match, Mann. Man of the Match. Wunderbar. So, weiter geht's. Und zack. Daudi hat gerade FIFA 12 gestartet. Danke für diese Information. Ja, wir sehen uns dann, denke ich mal, einfach beim nächsten Spiel. Ganz genau. Es war ein schöner Einstand. Also, ich hoffe, wir haben Lust auf mehr gemacht. Ja. Das war wirklich ein schöner Auftakt in dieses Spiel, in dieses Let's Play. Und wir werden unser Bestes geben, eine schöne Saison für euch zu spielen. Macht's gut.